Hey Leute, es ging beim letzten Mal ein bisschen schnell, weil ich hier dann doch irgendwie in den Raum reingerannt bin, wo der Emmy auf uns lauert. Und ich bin hier einfach ganz schnell durchgesprintet, durchgespeedet mit dem School Attack Move und so weiter. Alle Wahnsinn. Und stehe deshalb jetzt genau kurz vor der Zentraleinheit. Und dann werden wir den Emmy mal richtig auf den Pelz rücken. Es ist natürlich hier noch übelst viel Raum, was ich anscheinend noch nicht entdeckt habe. Naja, da würde ich mir halt angucken, wenn ich dann den Emmy erledigt habe. Und dann mal schön mich hier umzuschauen, denn... Ja, soll ich ja wieder zurück anscheinend, weil hier ist ja wirklich hier ein Speicherraum, der führt direkt wieder dahin. Und ich rechne einfach mit einem neuen Beam, der halt mich durch Wände schießen lässt. Wie halt der Emmy auch. Kann die Fähre nicht voranvisieren, doppelt? Ja klar, warum nicht, ne? So, warte mal kurz anvisieren. Oh, der schießt ja wirklich wohin. Bam, 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 wow, 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 wow. Boah, die kleinen Dinger sind kacke hier, die kleinen Munitionsdinger. Okay. Jetzt einfach aufcrashen, einfach ruf, 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 ruf und tschüss, Mann, yeah. Alles klar, Emmy. Ich weiß halt echt nicht, wie gesagt, ob das nicht der letzte ist oder doch erst der sechste. Auf jeden Fall wird er jetzt kalt gemacht. So, alles klar, Waffenarm wurde wieder zur Megakanone. Mit dem Blaster und dem Laser. Okay, mit sonst nichts anderem mehr. So. Knacks. Und let's go. Okay, na dann. Gucken wir mal. Ist jetzt hier irgendwie anders oder was? Nee, was kommt da jetzt in der raus? Was habe ich getan? Was habe ich getan? Okay, das war so klar, dass jetzt mal ein bisschen anders hier alles laufen wird. Ich weiß bloß nicht, wie anders. Okay, wo ist der denn? Da oben ist er. Okay, da kann ich jetzt aber natürlich schlecht erreichen. Oder schlecht halt gerade zielen. Oh, war ja. Okay, weg hier geschoben. Ja. Okay. Ja, so. Was zur Hölle? Okay, schnell hier rein. Über Powerbomb gleich mal legen. So. Okay, ich verstehe. Ich muss anscheinend echt erstmal hier übelst den langen Weg nehmen. Jetzt habe ich hier eine. Okay, jetzt bin ich hier runtergefallen. Okay. Ach, er schießt schon wieder seinen Müll. Ich hoffe, der geht nicht zurück. So, jetzt kann ich hier quasi im Kreis rennen. Mit ihm zusammen natürlich. Was. Ich glaube, es nicht so toll ist. Der Kopf dreht mich gleich wieder um. Jo, ich muss mal kurz hier hoch. Scheiße, wollte ich gar nicht machen. Geben Susu. Wo ist denn jetzt? Wo ist er? Da unten kommt er. Der fand ich so gut. Okay, alles klar, Tür zu. Okay, muss ich in diesem kleinen Gebiet bleiben? Ich glaube schon, ne? Okay, jetzt ist in diesem kleinen Gebiet hier. Ich komme sonst nirgendwo hin. Hier oben, glaube ich, sind bloß Gänge für ihn halt. Ja, jetzt sind halt bloß seine Gänge, genau. Emmy-Ventil. Okay, gut. Dann am besten halt einen langen Weg raussuchen. Der hier scheint mir der längste zu sein. Wenn er unter durchkrabbelt... ist nicht so optimal alles hier, leider. Boah, das ist doch um eine Sackgasse. Okay, dann wird er jetzt spannend, ne? Ich muss hier mal wieder alle Türen öffnen. Okay, da kommt er. Wartet mal. Ah, das wäre schon geil gewesen, oder? So, aber ich glaube, das ist hier eine grobe Stelle. Ja, 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 ja. No, Mann, Emmy! Wow! Fies, Mann! So, nicht! Na, okay. Na toll, erst ab jetzt. Was? Was zum? Au! Da bin ich doch noch erwischt, ey, Mann! Oh, da muss ich die ganzen Abkürzungen schon wieder nochmal machen. Aber gut, das ist ja eben mein. Alles klar, keine Ahnung, was das soll hier. Ich habe hier den ekligen Raum hier und muss dann anscheinend dieses Tor da an...
schießen oder aktivieren. Fällt jetzt mal mit der Flasche runter. Ich glaube, das muss man echt so machen, ne? Ja, doch, okay. Also, ich musste einfach rufleuchten. Nee, ich muss da rufballern. Okay, ja, keine Ahnung. Ich balle gerade so schnell. Okay, gut. Jetzt geht's los. Ja, das ist alles nochmal machen. Aber okay, gut. Ja, wo ist denn da die beste Stelle? Um ihn halt zu erwischen. Kommt von da oben. Ist okay. Ich muss aber trotzdem halt erstmal hier alles erledigen. Das klappt sonst so nicht. Hier alle Räume, sonst kann ich halt irgendwann nicht mehr wirklich im Kreis laufen und dann erwischt er mich halt schneller, als mir lieb ist. Oh. Das ist auch fies, dass das hier nicht so geht, wie man sich das wünscht, ey. Okay, kann ich hier nicht schon irgendwie ballern? Oh, das ist immer doof, wenn er dann erstmal aufsteht, ne? Das ist natürlich doof, wenn er dafür erstmal aufsteht, bevor er da durchkommt. Das sieht aber gut aus, das sieht gut aus. Ja, macht da wieder so einen Quatsch hier, so. Alles klar. Das hat schon mal geklappt. Sogar gar nicht mal schlecht. Oh, dann muss ich den Quatsch da oben ja nicht machen. Ich müsste jetzt bloß noch hier einfach mal kurz gucken hier. Komm mal her, Emmy. Du nerviges Etwas. Ja, yeah. Es ist der erwartete Wave Beam. Nice. Durch Wände ballern, ey. Jetzt sind ja auch alle Gegner, wie die Rüstung haben und die man nur von der Rückseite treffen kann, sind jetzt eigentlich egal. Die kann man jetzt alle abballern. Boah, richtig cool. Und mit der Stärke des Plasma-Beams verschießt eine Energiewelle, die feste Materie und Gelände durchdringen kann. Drücke Y, um zu ballern. Wave Beams können auch Wave Beam-Panzerungen zerbäschen. Genauso eine Türen. Alter. Und Kanone hat sich wieder zurückverwandelt. Nee, ich glaube aber ein Emmy tatsächlich müsste noch fehlen. Alter, wie der jetzt aussieht, ey. Ultra stark. Ja, das müsste auch die allgemein stärkste Waffe sein. Boom. Alle Emmy-Schleusen sind jetzt einfach offen. Ja, bräuchte die eigentlich? Ich weiß halt nicht. Hups. Wir sollen einfach den Kier irgendwie. Ja, ich guck mir das einfach mal schnell an. Ne, einfach. Ja, den ist ja nicht mehr. Nö, kein Plan. Einfach so ein kleines Battle. Das hatten die anderen Emmys halt nicht, ne? Dass man extra nochmal so einen kleinen verschlossenen Raum hatte. Nö, wie komme ich jetzt wieder raus? Hallo, ich muss hier raus. Achso, da oben lang. Sorry, wieder falscher Weg. Bombs. Jetzt wird er noch stärker. Jetzt halt nicht nur hier Screw Attack, sondern auch alle möglichen Verteidigungen hier, Gravity Suit, alles dabei. Ja, ja. Okay, jetzt gucken wir uns mal, dann mache ich hier schön um. Obwohl, ich glaube, das war es hier sogar. Jupp, das war's. Wir können einfach wieder nach oben. So, die geile Barriere zerstört. Und jetzt kann ich hier einfach kaputt schießen, oder was? Alter, einfach so. Das ist natürlich mega geil. Okay. Aus dem Emmy-Raum raus. Und erstmal abspeichern. So, ich würde ja noch ein bisschen mehr gucken. Weil da war ja auch noch so ein anderer. Ja, wo, der war ja beim Fahrstuhl. Der Bereich, wo ich auch nochmal durch die Mitte ballern muss. Um irgendwie eine Abkürzung zu erstellen. Ja, das ist doch kein Problem. Genau, das war ja halt hier, glaube ich. So, ne, hier war das. Aber irgendwo leuchtet noch was. Hier leuchtet doch noch irgendwie was. Was fand das nochmal? Ach ja, warte mal. Das kann ich doch bestimmt auch benutzen. Das sieht doch aus, das kann ich da bestimmt auch lang. Raus mal ab. So, schön kaputt. Alles klar. Ne, warte mal, den Blick nochmal schnell gucken. Ich habe jetzt die Zeit. Aua. Ich war. Ist der kommt unter ihm vorbei und er macht gleich Feuer, Feuer, Feuer. Alles klar, bist du. So, wow. Alter. So, jetzt sind hier die ganzen Gegner wieder back. Okay, wie komme ich denn da jetzt nochmal hin? Hier, ne? Das war irgendwie, da war irgendwas. Mit der Bombe und das war dann nur in so einem anderen Gang. Da muss ich, glaube ich, einfach durchschießen. Ach so, ich komme gar nicht von hier aus dahin. Mann! Das ist immer so doof, ne? Man will ja einfach nur ein schneller was erledigen, aber ich muss den ganzen Weg normal gehen. Ist okay. Tot. Also, ne, vom Speicherraum aus normal ganz schnell eine extra Runde drehen. Ist doch kein Ding. Aua.
Boah, sind die jetzt schnell down. Ich habe hier schon eine mögliche Abkürzung. So, okay. Aua, ah, Mensch. Warte mal, ich will mal ganz kurz nochmal hier unten. Hier ist eigentlich auch bloß so eine Art... Ach nee, ja, hier brauche ich immer noch dieses komische andere Ding, was hier noch fehlt. Das hier war auch übelst fies. Mit irgendwie mit Speed Booster, so, wo ich mir auch schon da vorstellen kann. Nee, okay, gut, okay. So, Bombis. Und geballert. So, einfach zerwirbelt mit der Screw Attack. Ja, ich bin gleich da, bin gleich da. Wie gesagt, bitte nochmal schnell gucken. Weil das sieht doch eigentlich machbar aus. Jetzt überlege ich hier, mit welchem Knopf man. Okay. Nee, komm, sorry, ich komme schon echt durcheinander, ne? Was hier nochmal Rebel die Beam war und der Beam, die Gegner nochmal. Was ist hier los? Wow! Immer viel Viecher kommen. Können wir die einfach in Ruhe lassen? So, das war jetzt da unten. Ne? Ich scanne mal nochmal. Ne, hier war das. Genau, da unten. Wo ist. Ja, wo ist was? Soll ich hier irgendwie. Hier durch die Wände schießen? Ich kann jetzt durch Wände schießen. Aber irgendwie sagt man nichts, wo da was ist. Das ist halt komisch. Okay, kann natürlich sein, dass wir von, wie ich, wo irgendwie von einer ganz anderen Seite, dass man hier irgendwie da hinkommt und dann hat man später da so eine Abkürzung. Ja, aber von hier aus gibt es keinen direkten Weg, sonst würde der Scanner das anzeigen. Ja. Ja, das muss dann irgendwie von der anderen Seite sein. Das ist trotzdem komisch, ne? Das wirkt jetzt, ob es hier einfach ist. Aber hier ist gar nichts. Upsala. Können wir mal so eine Bomben legen irgendwie? Nö. Nee, okay, dann schätze ich, das ist einfach hier aus dem unteren Bereich. Vielleicht von hier oder halt wirklich von hier, dass man da irgendwie lang kann. Könnte man ja auch nochmal prüfen. Jetzt bin ich so weit, Leute. Jetzt bin ich wild. Ihr merkt das schon, ich habe Angst, dass ich schon nach oben gehe, dass dann halt gleich irgendwie Ravenbeak kommt und mich natzen möchte. Okay, aber guck mal, Bombs. Geht auch voll nach unten, richtig geil. Aua, ja, die kommt genau hier mit. So, dann einfach mal hier kurz scannen. Aha, guckt mal einer an, Leute. Da habe ich es doch gefunden. Ich hab's entdeckt. Ich habe alles entdeckt, Leute. So, zurück. Oh, das scheiß Ding hier. So, du machst hier Tschüss, Mann. So. Okay. Speed Booster. Oh nein, okay. Das würde eigentlich aber gehen, weil ist ja der Weg lang genug, ne? Das ist halt bloß die Frage, so, was ich da machen soll. Mensch, na, Tür auflassen! Okay, und jetzt sind wir noch unten, oder was? Ey, bitte jetzt nicht. Jetzt nicht, wo wegen jetzt nochmal Speed Booster nach unten? Oder was? Nee, okay, sieht einfach normal aus. Och, Mann! Ja, das ist jetzt aber irgendwie halt so. Wie soll ich das denn machen? Ich meine. Warte mal. Ach Mensch, das ist doch jetzt irgendwie. Oh, das ist doch bestimmt mega. Ich probiere schon wieder zu lange rum, ne? Ich weiß. Nee, hä? Wie kann ich das nochmal. Ich will das ja halt, dass ich das behalte. Warte mal, das könnte aber doch trotzdem klappen. Mensch, die Tür wieder zu. Menno! Verdammt, ich wollte jetzt eigentlich gerade nur so springen und dann halt hier müsste ich ja dann in den Ball. Oh, okay, Leute, nee, warte mal, wisst ihr was? Ich glaube, da ist noch ein ganz, ganz langer Weg denn. Und deswegen lasse ich das erstmal. Wenn da jetzt echt noch so ein mega langer Weg ist, wo ich dann irgendwie, ja, dann kommt bestimmt nochmal ein Speed-Ding. Das ist bestimmt eine mega lange, Kettenreaktion oder was, kann ich mir halt schon vorstellen. Ja, was schwebt denn eigentlich im Hintergrund für eine holographische Projektion rum? Das ist eine Waffe oder ist das ein Raumschiff? Also in kleinen. Okay, egal. Wir werden es nie erfahren. Stoop! Wie? Schon. Gab so viele Energy Tanks, ey. Richtig geil. Ich möchte jetzt einfach nur. Alter, hat gerade eben komplett zerslashed. Ich möchte einfach nur wieder speichern und dann nach oben. Okay. Ja, ich glaube, ein Emmy gibt es noch bestimmt halt in dem oberen Bereich. Wo halt unser Schiff steht, wo Ravenbeak auf uns wartet. Da wird es garantiert noch
die eine oder andere Möglichkeit geben, einen Emmy platt zu machen. Bloß welche Farbe wird er haben? So, oder ob auf der rechten Seite noch ein Gebiet ist, kann ja auch sein. Ab nach Hanubia. Und einfach mal gucken. Ups. Faschel, ab geht's nach oben. Oh, ich hab so Angst, ey. Was ist denn, wenn ich die 100% gar nicht schaffe, weil das übelst schwierige Rätseldinger sind? Gut, wir sind da. Jetzt habe ich hier nochmal übelst viele Möglichkeiten, überall lang zu gehen. Und bestimmt nach oben soll ich bestimmt nicht. Ich soll bestimmt erstmal nach da. Oder ich soll mit... Kann natürlich auch sein, erstmal mit Alan wieder quatschen. Dass der vielleicht irgendwas sagt. Alter, der Beam einfach nur... Ach du meine Güte, ist der jetzt übel? Ja! Wir sind durch, Mann! Wie kommt alles wieder zu mir? Okay, die... Abkürzung! Okay, habt ihr ihn gesehen, Leute? Habt ihr ihn gesehen? Ich glaube, da ist jemand. Jemand Ungemütliches. Dann geh ich vielleicht nochmal schnell speichern. Ganz kurz nochmal. Bevor es da lang geht. Oh, so! Oder Adam hat wieder irgendwas. Nö, Adam ist komplett cool. Adam sagt sich, nee, Samus, ich hab noch keine weiteren Infos. Ich muss noch weiter analysieren. Sorry, Samus. So, besieg du erstmal die Shoso-Roboter, die eigentlich fiese X-Typen sind. Die schämen sich nur, es zu sagen. Nanu? Was ist denn mit Samus ihrer Hand los? Der hat schon mal so eine Zuckung gehabt. Und wir werden beobachtet von Ravenbeak. Ob der hier irgendwas plant die ganze Zeit? Und ja, war echt nochmal die nächste Emmy-Zone. Okay. Der plant doch irgendwas. Warum sind hier so viele Viecher in Reagenzgläsern? Na, okay, vielleicht zu Forschungszwecken. Jetzt bin ich natürlich echt gespannt auf die Farbe hier. Vom letzten Emmy. Alter! Hussa! Oh! Aua! Du fiese Schweine!
Alter, boah, die Powerbombe erhalten. Ey, noch cooler geht's doch einfach nicht, oder? Alter, wie episch das gerade alles ist, ja Wahnsinn. Also so vom Storytelling her, ey, boah. Und eine Bombe mit verheerender Wirkung und gewaltigem Wirkungsradius. Halte Morphball-Form zum Aufladen R gedrückt und drücke nach vollständiger Aufladung einfach Y. Der Einsatz verbraucht Powerbomben-Muni. Powerbomben können Powerbomben-Blocks zerbashen. Das ist ja der Wahnsinn. Eieieiei. Wir haben jetzt ja nicht das tolle Ding gebraucht und einfach alles so platt gemacht. Ey, wie cool das ist. Aber was ist denn mit Samus und ihrer Hand da los? Traue mich jetzt gar nicht weiterzugehen, ey. Ich würde am liebsten jetzt dann erstmal speichern. Das war auf jeden Fall das war einfach episch. Oder meint ihr nicht auch? Meine, jetzt doch die mit der Emmy-Zone. Okay, vielleicht kann ich hier nochmal schnell speichern. Ich würde nochmal schnell gucken. Sieht nämlich auch so aus, als wäre das hier, gar nicht mal so groß. Vielleicht kann ich nochmal speichern, jetzt, wo ich das erledigt habe. Ist hier noch irgendwie noch. Kommt ihr da noch ein Kampf? Guck mal, da sind Raumschiffe im Hintergrund. Und die parken hier, oder was? Oh nein, darf ich nochmal komplett aufladen? Okay, Ressourcen sind alle bereits voll, Mann. Also ich komme halt leider nicht mehr zurück. Weil die Tür hier ist zu. Ah, nee, ist eine Powerbombenschleuse. Nee, Powerbeam-Schleuse, ja. Das bloß die ist halt von der einen Seite zu. Na gut, okay, das ist natürlich jetzt... Ey, das muss man eigentlich die ganze Zeit weiter zocken wollen, ne? Weil man weiß ja, was groß ist hier. Das war so cool. So komme ich überhaupt... Oh, ich brauche bestimmt die Powerbombe. Wartet mal. Geil. Alter, ich war alles zerstört, was hier jemals gelebt hat, ist jetzt für immer tot. Ich habe Angst, dass es noch mehr kommt. Natürlich kommt bestimmt noch mehr. Leute, wir hören hier erstmal auf. Episches Gewitter, einfach mega cooler Kampf gerade. Was ist mit Samus in ihrer Hand los? Und Ravenbeak, der wird das alles gesehen haben. Also gucken wir mal, ob er uns irgendwie was dazu sagen wird. Ciao, ciao.